Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shopkeep. In der letzten Aufnahmerunde haben wir wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Wir haben gelernt, wie das Pattern funktioniert mit unseren wunderschönen Arbeitsrobotern und wir haben das Schönste gemacht. Wir haben eine Wand eingerissen. Yippie! Und ich habe mich jetzt entschieden, hier in diesem Eck hier, in dem wunderschönen Eck, wo man ein bisschen rausgucken kann, werden wir unsere Krieger heißen sie, glaube ich, oder? Genau. Unsere Krieger-Sachen verkaufen. Ich sehe gerade, wir haben noch nichts für Druiden. Müssten wir eventuell auch mal machen. Aber okay. Zuerst einmal, hier müssen wir ein bisschen was umbauen. Das heißt, so viel wie wir brauchen auf jeden Fall von den Wänden ja ein paar. Also die lassen wir jetzt hier mal drin. Das passt soweit, aber hier möchte ich noch ein paar haben. Das Ganze geht über hier hin und... Dann schauen wir, was haben wir denn hier alles. Wirklich 10.000 für so eine kleine Abtrennung. Es ist schon richtig viel. Matten haben wir noch hier erforscht, okay. Aber da brauchen wir nicht. Wir brauchen das hier auf jeden Fall. Davon eine gute Ladung. Dass die Leute auch ein bisschen reinlaufen müssen. Oh, das habe ich vielleicht ein bisschen zu falsch gemacht, oder geht es? Oh, nein, es geht noch, Ich kann sagen, ich habe es versaut, aber nein, da gibt es genau einen einzigen Spot. Hier. Wunderbar. Nicht das Geradeste, nicht das Schönste, aber was soll's, was soll's. Jetzt brauchen wir natürlich noch etwas, und zwar du hier. Du bist am weitesten hinten, deswegen wirst du jetzt eigentlich unser Imprint-Modus auf jeden Fall aktivieren. Und so Restocker wirst du werden. Und du hier wirst unser Diebesdetektor werden. Type Server. Vielleicht jetzt noch nicht ganz. Kann man dich irgendwie nochmal deaktivieren? Idle-Modus, dankeschön. So, dann nehmen wir das ganze Zeug einmal mit. Und wir werden anfangen, hinten ein bisschen zu imprinten. Oh Gott, hat der viel drin? Hey. Die Frage ist nur... Hallo? Habe ich denn jetzt nichts? Da war es in meinem Inventar drin. Ah, jetzt da. Hat kurz einmal gebraucht, bis es sich erholt hat. Die Frage ist, haben wir denn alles drin, was wir so brauchen? Hier haben wir zum Beispiel was. Imprint. Chest Plates. Die können wir auch hier schon mal reinbauen. Was haben wir denn noch übrig? Das war gar nicht... Wood Chest? Nein, wir brauchen hier wirklich nur... das ganze Zeug für unsere Krieger. Ich glaube, mehr haben wir da gar nicht. Wir haben nicht mal mehr Holzrüstungen. Uiuiui, da haben wir aber so einiges verkauft. Moment. Dann muss ich mal eine kleine Order machen. Und zwar, was haben wir denn? Leder. Das ist die Frage. Wir können an sich Krieger machen. Krieger und Schurken gleichermaßen. Dass wir die alle nach hinten ins Eck machen. Das heißt, da machen wir eins. Ich mache mal. Keine normalen Hosen. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Aber okay, was willst du machen? 171 und noch ein bisschen was übrig, dann tun wir das erstmal holen. Das überlege ich gerade. Heuerske Nummer 2 braucht 250. Aber ich wollte vorher noch etwas anderes haben. Und zwar wollte ich, das hier. Popularität, dass wir auf 100% sind, dass wir das Maximum an Geld raushauen können. Dankeschön. Das müsste jetzt auch möglich sein, dass ich das hier mache. Yep. Lederware. Insofern ich sie natürlich habe, sagen wir es mal so. Dann gibt es hier die Hosen dazu. Insofern ich sie natürlich habe. Und der Rest, so wie es läuft. Okay. Also, wir bräuchten jetzt erstmal ein bisschen Geld. Das heißt, in dich gehen wir rein. Na, komm. Dankeschön. Du kriegst alles, was wir so brauchen. Warum nicht? Und kannst die Sachen hoffentlich auch irgendwie reinstellen. Stock State. Und. Ach, der beginnt es schon. Okay, gut. Sage ich nichts dagegen,
Was können wir noch alles kaufen? An sich bräuchte ich von denen hier ein paar. Nicht viel, aber so ein bisschen was. Ja, also Dankeschön. Ach, der klatscht, wenn es nicht imprintet ist, einfach irgendwo das Zeug hin. Okay, sag ich jetzt auch mal nicht nein dazu. Hauptsache, er tut irgendwie ein bisschen was machen. Schwerter, oh, ganz wichtig, Schwerter sind immer wichtig. Wenn du zurückkommst, kriegst du sogar noch ein bisschen was von mir. Wenn du zurückkommst, verdammt, ich kann auch so nicht nehmen. Dann tue ich es einfach machen. Einladung so und den Rest. Würde ich dir gerne geben, Kollege, aber irgendwie bist du gerade, glaub, anderweitig beschäftigt. Okay, so lange arbeitet, habe ich überhaupt nichts dagegen. Danach wird es so sein, dass mir die Schwerter auch nach da hinten auf jeden Fall verfrachten werden. Hast du jetzt alles weggelegt, was du so wecken kannst? Pi mal Daumen, ja, okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wir öffnen für heute den Laden. Hallöchen! Liebe Leute von heute, kommt doch in meine Stube hinein. Es ist alles sauber. Es ist alles wunderbar. Oh. So gut wie, stelle ich gerade fest. Hobby, dir geht's gut. Da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ich glaube, das kommt durchs Platzieren, dass das Ganze hier etwas gebraucht ist wieder. Aber ich stelle wirklich fest, ich muss ein bisschen was verkaufen. Denn auch in Sachen Waffentechnik bin ich gerade nicht so belegt. Könnte alles ein kleines bisschen besser sein. Jungs, Kollegen, Leute. Irgendjemand? Ich meine, ich weiß, es ist morgen und die meisten werden noch nicht gerade so wach sein, aber ich hätte nichts dagegen, wenn es ein paar Leute kommen. Solange nicht irgendetwas geht, natürlich auch nicht die Wachroboter einstellen. Weil ich habe mir gesagt, die beiden lasse ich hier. Da kommt dann hier so ein Weg links und rechts hin, also so eine Blockade, einmal so rüber und einmal auf die Seite. Da kommen dann unsere Anti-Diebes-Spots hin, weil wenn die da drin sind, macht das gar nichts aus. Hier und dorthin. Und da in der Mitte nochmal einer, der das Zeug aufhebt. Wir können die danach auch aufheben lassen, wo im Echsen. Muss ich mir noch überlegen, wie ich es am schönsten mache. Ich kann nebenbei mal gucken. Auch noch einen Holzschütz verkaufen und wir bekommen einen Bonus von irgendetwas. Wir bekommen einen Bonus von irgendetwas. Ich mal kurz schauen. Da hier, Letter Defense, wenn eine komplette Ladung da. Das ist ja natürlich auch. Lauter so schöne Sachen. Idle-Modus. Dass du mir kein Gold gerade brauchst. So, jetzt wird doch was. Kundschaft, Kundschaft, überall. Achso, warte mal, haben die. Oh Gott, hab ich denn. 150, okay. Soll ich gerade schauen, ob ich nicht irgendwie wieder was falsch eingestellt habe? Aber nein! Soweit alles wunderbar. Ein bisschen was habe ich auch noch hier auf Lager. Nicht mehr so viel, wie ich gerne hätte, aber na gut. Meine Damen, meine Herren, kaufet ein. Ich weiß nicht, ob du was gestohlen hast, aber okay. Type Zapper. Falls irgendetwas sein sollte. So, hier Type Zapper machen wir mal zwei Stück an. Falls wirklich irgendwas geklaut wird, ihr beiden könnt das bestimmt abfangen. Oh Gott, Dankeschön. Ja, definitiv abgefangen. Definitiv abgefangen. Man klaut nicht bei mir. Das verbitte ich mir aufs Äußerste. Jetzt sollte ich eigentlich Wooden Shield. Wenn jemand noch einen Wooden Shield kaufen würde, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Jetzt gucken wir doch mal, was können wir noch kaufen. Wir können 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, bisschen was von einem kauf mal einfach mal ein. Frank Shuriken, dann davon ein bisschen was, davon ein bisschen was.
Ein paar Gloves sind auch nie verkehrt. Arrows. Okay, Pre-Order passt. Alles wunderbar. Da schaut es natürlich nicht so schön aus. Ich glaube, wir fegen das mal kurz ein kleines bisschen weg. Leute, Leute, kommt doch her. Ihr möchtet doch bestimmt was kaufen. So, wesentlich besser. Kommt rein, ich hab gerade erst frisch sauber gemacht, also es wird überhaupt nichts passieren. Your order is ready, dankeschön. Das heißt, wenn sie Radieschen ist sie hier unterwegs. Danke. So. Okay, du möchtest doch bestimmt ein Shit kaufen. Ich sag's gerne, du möchtest doch bestimmt ein Shit kaufen. Wenn du jetzt rausgehst, dann... Yep, du möchtest doch bestimmt... Offer... Awesome. Haben wir es jetzt gemacht? Haben wir es geschafft? Sind wir glücklich mit der Welt? Ja, haben wir geschafft. Okay. Heißt, wir können die nächste Quest annehmen. Ganz schnell, und zwar Rare Wish. Das nicht, für das hier haben wir, glaube ich, die Kapuze nicht, aber das hier können wir auf jeden Fall machen. Ich habe gesehen, hier ist gerade wieder irgendwas gesappt worden. Einmal hier vollladen mit allem, was wir brauchen. Wir haben genug Schwerter auf jeden Fall. Schilde haben wir auch. Das haben wir auch genug. Bets haben wir. Ein paar normale Tränke könnte man noch machen. Restock, schön. Warum eigentlich nicht? Zack. Rüstung brauchen sie relativ wenig. Was mich eigentlich wundert, weil ich meine, ein guter Krieger braucht doch eigentlich eine gute Rüstung. Schon mal 70% sind wir wieder drauf. Okay. 70% ist gut. Aber 250, oh Gott, ja, danke. Popularität? Ja. Ja, danke schön. Das ist ja Flormatten, wenn natürlich auch noch was. Was haben wir noch alles? Was haben wir noch alles? Ein Grinder. Bräuchten wir auch zwar zum Leichen bewegen, ist auch immer gut. Immer gerne gesehen. Und alles andere, jo, passt soweit. Welche Süße, was die genau muss alles einkaufen? Ah, genau, dafür gibt's doch. Dafür muss es doch eine Statistik geben. Irgendwo war es doch zu Hause. Hast du das? Shop Items? Okay. Income. Expenses. Keine Ahnung, welche Zahl was bedeutet. Ich weiß nur, dass gerade unsere Heal Potions gerade gut weggehen. Sag ich überhaupt nicht Nein dazu. Mal gucken, was ist denn jetzt so auch noch alles drin? Nichts mehr gerade, okay. Ich glaube, dann können wir ein bisschen... Ah, hier haben wir ein bisschen was. Da haben wir auch ein bisschen was verkauft an Rüstung. Also wir können rundherum ein bisschen was verkaufen. Hier ist halt noch gut. Okay. Kaufen wir rundherum einfach von jedem was ein. Da haben wir hier. Da sogar drei Stück, warum nicht? Wir haben ja 3000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann belassen wir es mal bei, ja, wobei noch nicht. Wir könnten noch machen Schulterstücke. Und Basic Wand. Oh Gott, das geht aber los. Ein paar Äxte vielleicht noch. Yep, Place Order. Das holen wir jetzt erstmal her. Die Frage ist, du... Ah, oh, verdammt, soll ich gerade nicht reingucken. Ja, was wird gemacht? Das wird gemacht, das wird gemacht. Hallöchen, guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Ich glaube, ich muss mal kurz ein bisschen hier durchfegen. Ja, ich muss definitiv hier durchfegen. Sagt mal, Leute, ihr könnt nicht einfach wieder Sachen klauen. Blub. Hier, bitteschön. So läuft das auch richtig gut. Mann, wird ziemlich selten noch gekauft. Finde ich jetzt schade. Finde ich richtig schade. Kollege, kannst du kurz runterkommen? Ich habe ein bisschen was für dich. Ja, hier Dover King Style. Wunderschön, wunderschön. Okay, du kommst jetzt mal her. Wenn du schon mal kurz zwischenlandest.
Dann kann ich dich nämlich ein bisschen wieder vollpumpen mit diversesten Gegenständen. Ein paar Gloves braucht er, Panzerschuhe, das. Er hat von einem ziemlich viel eigentlich drin. Muss man gestehen. Was suchst du denn eigentlich? Plate Pants. Die hast du ja gefunden. Dann bist du ja glücklich mit der Welt. Oh Gott. Ja, ihr könnt auch wesentlich mehr kaufen. Ihr könnt so viel kaufen, wie ihr wollt. Oh, ich habe noch ein paar Mana drin, sehe ich gerade. Soll ich vielleicht auch noch ein paar einkaufen gehen? So, ein bisschen was von den Schilden ist immer gut. Da haben wir auch gesehen, brauchen wir ein bisschen was. Ein paar Helme, ein paar von dem hier. Und schon wieder das Geld ausgeben. Es geht ziemlich schnell. Geld machen, Geld ausgeben. Oh, Hallöchen. Ich glaube, das ist ziemlich viel vor. Irgendwie vielleicht Stadtausraum. Okay. Das Ganze ist gerade ein kleiner Selbstläufer. Oh, hier sind aber auch schon viel draußen. Ich frage mich, was das mal wird. Gibt es hier draußen mal einen Marktplatz? Das wäre cool. Wenn man noch so draußen vor der Tür ein bisschen was einkaufen könnte. Das hätte Style. Da ist nichts. Vollkommen in die falsche Richtung gelandet. Da ist nichts, da ist auch niemand. Ich muss noch ein paar Ingenieurssachen kaufen, wenn es so weitergeht. Da ist leider auch nichts drin, okay. Evening, der Abend ist angebrochen. Einmal kurz hier draufsaugen. Ja, der wollte definitiv wieder stehen. Das kann ich leider nicht als gut achten. Überhaupt nicht gut sogar. Du kommst. Ich habe einen Roboter für sowas. Ich habe einen Roboter, der kriegt das schon hin. Beziehungsweise dorthin. Komm mal gucken, du hast. Du hast noch ein paar Schulter übrig. Du hast keine Panzerung mehr hier drin. Die hast du alle wieder rausgegeben. Wow, also auf Panzerung scheinen die Leute wirklich zu stehen. Okay, das können wir etwas nutzen. Und zwar machen wir hier ein paar Panzerungen noch hin. Was haben wir noch? Davon und davon auf jeden Fall. Oh, 6-4. Ich gerade sagen, ich brauche noch ein bisschen mehr Geld, aber das habe ich jetzt ziemlich schnell beisammen. Oh Gott. Jungs, Vorsicht. Ihr macht meine Ausrüstung so ein kleines bisschen kaputt, wenn ihr so nicht ganz freundlich damit umgeht, möchte ich doch mal behaupten. So, darf ich ihn mal recht mal auf den Kopf hauen? Nicht? Schade. So, die hier. Los, Geisterhand. Alles verschwindet. Das hier vielleicht, das hier auch, das hier. Ah, jetzt da. Jetzt werden wieder ein paar Sachen angezeigt. Das gefällt mir doch schon ein bisschen besser. Da nicht so viel. Hier wird ein bisschen was verkauft. Wir müssen die Leute ein bisschen mehr nach hinten verlagern, auf jeden Fall. Ist was angekommen? Oh, es ist was angekommen. Ziemlich viel sogar. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Mana Potions gehen immer noch nicht so schnell weg, wie ich es gerne hätte. Macht aber nichts. Bitteschön, einmal komplett verlagern mit allem, was du so hast. Sie halt nur drüber wachen. Gespannt darauf, wen sie als nächstes killen können. Also ich fände es richtig schön, wenn wir noch ein paar Magier irgendwie was einkaufen würden. Beziehungsweise, haben wir zufällig 80 Grad parat? Nein, noch nicht. Es kann sein, dass die Druiden auch einkaufen. Dass man einfach sagt, die Diebe und die Krieger sind eher auf High Potions aus und die Magier und Druiden auf Mana-Tränke. Sagen, das ergibt doch, würde sogar Sinn ergeben, oder? Ja. Das würde sogar richtig Sinn ergeben. Ein bisschen was fehlt noch. Ein bisschen was fehlt leider noch, dass wir das auch noch machen können. Können wir nämlich auch die Quest richtig gut abschließen. Und es ist schon ein kleines bisschen spät. Das mehr einkaufen werden wir auf jeden Fall nicht. Wir haben genug gerade da. Ein ganz nach hinten. Und weil er sich denkt, da kommt keine hin, heißt es, hängen hat noch auch keine angefasst. Jetzt komm mal, du, was möchtest du sonst noch haben irgendwie? Achso, sonst nichts mehr, okay. Basic Wand. Mage. Sollten wir alles eigentlich da haben? Also auf Vorrat, oder? Yep, das, ich sehe sie doch, da ist ein Basic Wand. Eine ist auf jeden Fall da und ist er weg.
Haben wir zufällig noch ein paar Basic Monster drin bei dir? I am so well. Das ist doch schön. Ich finde doof, dass ich während seiner Arbeit nicht reingucken kann, was er drin hat, aber... Ja gut, er hat wieder welche. Okay, gut, ich sag nichts. Er hat mehr als genug da drin. Ich hätte liebend gerne jetzt Druiden 80. Du brauchst, yep, ein Großschwert. Wunderbar. So und nicht anders muss das sein. Zeitvorsprung können wir leider auch nicht. Und nebenbei was machen geht gerade auch nicht. Ich bräuchte ein paar andere Sachen noch. Ich glaube, was das hier überhaupt ist. Das ist nämlich irgendwie ein Zelda-Schwert. Das ist ein Regenschirmschwert. Lustig. Hm. Ich lasse mich gerne überraschen. Hat der Äxte da hinten aufgefüllt? Ich kann mal behaupten, du hast wahrscheinlich keine Äxte mehr in dir drin, oder? Nein, überhaupt nicht. Und es macht gerade auch keinen Sinn, noch eine Äxte zu besorgen, wenn wir eh da hinten dann ein kleines bisschen umbauen wollen. 100.000. Das ist schon ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel sogar. Need more gold. Yeah, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich könnte es auch ein bisschen runtersetzen, um mehr Umsatz zu machen, aber na. Nur Bares ist Wahres. Okay, dann reparieren wir das ganze Zeug mal. Und sind glücklich, dass der Tag so gut ausgeharrt hat. Achso, der ist einfach so weggerannt, okay. Will ich gerade sagen, ob der jetzt irgendwas wieder gestohlen hat, aber nein. Der Tag ist... Ah, stimmt, der Tag ist zu Ende. Ein Grund mehr, warum die Leute da nach Hause rennen. Ich weiß gar nicht, ich habe immer so in Panikattacken, als wenn es nicht rechtzeitig nach Hause gehen wird, irgendwas Schlimmes passieren. Und was soll schon passieren? Wir sind in einer friedliebenden Stadt. Niemand tut irgendjemanden irgendetwas an. 61. Rechne ich aus. Noch gibt es nichts für die Druiden zu tun. Und für uns halt auch gerade nicht.